Ich bin mit den Bildtaktiken erst in Kontakt gekommen durch die Einladung zu dieser Tagung. Und er erschien mir gleich fruchtbar in dem Sinne, dass wir sonst von Bildstrategien, von Propaganda und Ähnlichem sprechen, dass es hier aber um ja, beweglichere Phänomene, unmittelbare, direktere Phänomene geht. Und diese Perspektive eröffnet auch auf mein Material in der klassischen Archäologie, das heißt in der griechisch-römischen Antike, ganz neue Perspektiven. Menschen sind in ihrem Alltag immer wieder mit Bildern konfrontiert, eignen sich diese Bilder an. Mitunter sind das aber Bilder, die Menschen als verstörend, als provozierend, als Ärgernis empfinden und manchmal reagieren sie dann sehr intensiv darauf. Bilder werden abgehängt, Bilder werden zerstört, Bilder werden übermalt. Und wenn das mit der Intention geschieht, dass diese Bilder in ihrer Bedeutung verändert oder umgedreht werden, dann würde man vielleicht von Bildtaktiken sprechen. Die Leipziger Forschungsgruppe Soziales hat zur Bundestagswahl 2013 die Wahlplakate und vor allem die Veränderungen im Stadtgebiet in Leipzig untersucht. Und wir haben dort vor allem uns angeschaut, welche unterschiedlichen Veränderungsformen lassen sich unterscheiden. Und es hat sich gezeigt bei der Untersuchung, dass wirklich fast jedes sechste Plakat in dem Zeitraum eine Veränderung erfahren hat, von ganz kleinen bis zu größeren. Und das ist eine schon erstaunliche Größe bei 1744 Plakaten, die wir da uns angeschaut haben in dem Zeitraum. Und ein anderes Ergebnis ist, dass die Veränderungen häufig doch sich auf Zerstörung oder Negation, Ausstreichungen konzentriert haben und es nur sehr wenige, sehr aufwendige Veränderungen zu beobachten gab, die dann auch Irritationspotenzial haben. Und wir würden eigentlich auch deswegen von Taktiken sprechen, weil sie auf bereits besetztem Terrain stattfinden. Die Bilder sind schon da. Und mit ihnen und gegen sie soll etwas unternommen werden. Also wenn beispielsweise ein Porträt, das ja die Würde des Dargestellten zeigen soll, mit einem Schnurrbart versehen wird, dann wird es zum Spottbild. Oder wenn bei Protestaktionen, bei Demonstrationen ein Staatsporträt umgedreht wird, dann wird aus einer Würdeformel ein Schandbild. Ein hervorragendes Beispiel für Umdeutungen am Bild und blasphemische Interpretationen ist die Zeichnung Christus mit der Gasmaske von Georges Grosch aus den späten Weimarer Republikjahren. Grosch hat dabei einen Christus am Kreuz gezeichnet, wie wir ihn kennen, hat ihm Kommissstiefel, eine Gasmaske angezogen, ihn mit anderen Kriegssymbolen ausgestattet und das führte zu erregten Debatten und zu einem langen Gerichtsprozess. Und dieses Bild wurde ganz unterschiedlich interpretiert. Er hat halt die übliche christliche Ikonografie genommen und daran etwas Modernes geknüpft und diese Figur verfremdet. Die einen sahen darin eine Anklage gegen den unchristlichen, unmenschlichen Krieg. Und die anderen fanden das eine schreckliche Gotteslästerung gegen alle Christen, die als Kriegshetzer angeklagt würden. Oder sie sahen darin einen Angriff auf die Fundamente des Staates und der Religion. Bildtaktiken sind gar kein Phänomen der Gegenwart, sondern es hat sie eigentlich schon immer gegeben. Und die Beschäftigung mit Bildtaktiken erlaubt es uns, einen neuen Einblick in historische Bildkulturen zu geben, weil wir nicht von der Produzentenseite aus gucken, sondern uns anschauen, was Menschen mit Bildern immer schon gemacht haben. Ich würde gleich mal sagen, Bildtaktiken ist jetzt nicht ein Konzept, das schon in meiner Forschung tief verwurzelt ist.
Denn so eine Tagung auch mit anderen aus anderen Disziplinen eröffnete erst die Perspektive. Das heißt, es wird die Frage sein, wie man das einbauen kann. Was ich gemacht habe, ist, dass ich durch diesen Begriff und die Perspektive nicht auf große Strategien, sondern auf unmittelbare Aktivitäten im Umgang mit Bildern eine neue Perspektive auf mein Material entwickelt habe. Und bei dem Material handelt es sich in diesem Falle, kleineres Forschungsprojekt, um Grabreliefs aus dem Athen des 1. und 2. Jahrhunderts nach Christus. Also Reliefs, die an Gräbern standen, und diese Reliefs standen in einem Friedhof, in einer Nekropole, wo auch uralte Grabreliefs standen und immer verfügbar waren. Was geschehen ist, ist, man hat diese uralten Reliefs als Material benutzt, um daraus neu zu machen. Und in dieser Weise die alten Bilder umgestaltet, in einem relativ spontanen, wenn auch bildhauerisch elaborierten Vorgang, aber dadurch erreicht, dass neue Bilder aussehen wie alte und sich neue Bilder aus Alten entwickelt, im Zusammenhang der Alten befinden. Und damit eine Art Gleichheit der alten Griechen gegenüber den Griechen dieser Zeit hergestellt wurde. Das ist an sich nicht überraschend und spannend. Spannend ist aber, dass wir normalerweise so etwas unter einem Begriff wie Klassizismus fassen. Und Klassizismus wäre eigentlich eine Bildstrategie. Jemand entscheidet, alte Phänomene zu übertragen und zu verwenden. Hier aber beruht das auf so etwas Subkutanem und insofern nicht subversiven, aber direkt in der Praxis begründeten, dass man diese Reliefs zur Verfügung hat und sie dann umarbeitet, neu gestaltet und wiederverwendet. Und gerade weil Bildtaktiken ein Phänomen darstellen, das es schon immer gegeben hat, haben wir zu dieser Tagung Kolleginnen und Kollegen aus sehr unterschiedlichen Disziplinen eingeladen, aus der Archäologie, aus der Byzantinistik, der Soziologie, der Kunstgeschichte, der Numismatik, der Literaturwissenschaft und natürlich der Geschichtswissenschaft. Ich habe mich in meinem Vortrag weniger mit Fragen der Bildrezeption, also der widerständigen oder auch vielleicht der destruktiven Bildrezeption beschäftigt, sondern vielmehr mit der Frage, wie schafft es eigentlich die Karikatur, als eine Gattung zu erscheinen, die so eine Art plebejische Gegenkunst zu sein verspricht. Also wie wird das intern ausgehandelt? Und da hat man das Einfachste, was einem einfallen könnte, und das hat noch relativ wenig mit Bildtaktik zu tun, ist, dass es immer so eine amateurhafte Anmutung hat. Ich habe so eine ganz grobe Zeichnung, unbedarfte Umrisslinien, verzerrte Gesichter, und das wirkt letztlich so, als wäre das eine Laienskizze. Es hat auch Anspielungen auf alternative Bildkulturen, wie das Graffiti zum Beispiel. Und das tut ein bisschen so hier, das ist ein Bild, das könnte von jedermann sein und es ist für jedermann. Also es ist quasi eine Form des professionalisierten Graffiti, so macht es den Anschein. Das wäre so das eine. Das andere, was ich eigentlich noch viel spannender finde, das ist quasi, wenn bildintern ein Schulterschluss mit Bildtaktiken geübt wird oder mit bildtaktischen Handeln. Da ist ein ganz schönes Beispiel, ist der Stich The High Finishing of Family Pictures. Da sieht man, wie ein gut gekleideter Gentleman dem Abbild des Ehemanns seiner Geliebten die Hörner aufsetzt. Und dieser Schmierfink, der hier das Porträt bekritzelt eigentlich, das ist eine positive Identifikationsfigur. Also er bricht die Macht repräsentativer Hochkunst und macht den Dargestellten lächerlich. Und damit macht er eigentlich genau dasselbe wie die Karikatur. Und ein sehr viel ernsthafteres Beispiel für eine solche Form der, ich würde mal sagen, vielleicht des rhetorischen Einsatzes von Bildtaktik im Bild liefert wiederum William Hogarth mit seinem ersten Blatt für die Four Stages of Cruelty. Das zeigt nämlich, wie Tom Nero und seine Gang auf grausamste Weise Tiere quälen. Und ein junger Adliger sticht hervor, der malt Tom Nero als Galgenmännchen an die Wand. Also er hängt ihn in Effigie, eine symbolische Bestrafung. Und auch hier kann man wieder sehen, dass eigentlich die gezeigte Bildtaktik und die Bildsatire genau dasselbe meinen und machen. Also man könnte jetzt pointiert sagen, die Karikatur behauptet letztlich eine Fortführung bildtaktischen Handelns mit anderen Mitteln und Medien zu sein.